Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Ramona und das ist mein Kanal Bündstempeln. Heute möchte ich gerne diese kleine Box mit euch basteln. Und zwar ist es eine sogenannte Pop-up Matchbox. Und Pop-up deshalb, wenn man hier an der Schlaufe zieht, stellt sich da ein Element auf. Ich zeige das gerade mal. Genau. Die Box, die habe ich für meine Tochter gebastelt, denn sie wird im März ihre Führerscheinprüfung machen und ist jetzt schon total aufgeregt. Und da wollte ich ihr eine kleine Aufmunterung schenken. Und als ich das kleine Schokoladenauto gesehen habe, also was ich hier drin verpackt habe, das ist ja auch ein kleiner Schokokäfer. Und da habe ich gedacht, das passt ja wie die Faust aufs Auge, den nehme ich mit, den verpacke ich mal. Und ja, und das Stempelset, was ich hier benutzt habe, ist ein Stempelset aus der Celebration. Das ist also ein Gratisartikel, den ihr so speziell nicht kaufen könnt, sondern nur während der Celebration. Und zwar bekommt ihr das gratis, könnt ihr euch das aussuchen, ab einem Bestellwert von 60 Euro. Genau. Und hier ist ja der Spruch Gute Fahrt drin. Ich habe aber noch auf meiner Box draufstehen, Glaub an dich, du kannst das, Gute Fahrt. Und dieser Spruch, der stammt aus einem anderen Stempelset, das nennt sich Am besten zusammen. Genau. Das ist jetzt ein Prototyp. Da habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, die ich verbessern möchte. Also gerade hier mit dem Gute Fahrt. Das wird genauso gemacht wie die zwei. Und auch innen drin, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, habe ich die Schlaufe hier, also hier hinten. Die kann man halt noch sehen. Und das mache ich natürlich heute auch anders, sodass man das nicht mehr sehen kann. Genau. Das Schokoladenauto bekommt ihr übrigens bei Karstadt. Da gibt es eine Süßigkeitenabteilung und da habe ich das her. Und die Box habe ich auf dieses Auto ausgerechnet. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Für die Box benötigt ihr ein Stückchen Farbkarton in den Maßen 27,5 x 21 cm. Ich habe jetzt hier Aquamarin genommen. Bei der Schachtel hatte ich hier Bermuda Blau genommen. Und dann benötigen wir unser Falz- und Schneidebrett oder das Simply Score Falzbrett, je nachdem, was ihr halt zu Hause habt. Und jetzt müssen wir Falzlinien ziehen und zwar einmal reihum bei 4 cm. Und dann noch mal reihum bei 8 cm. Dann müssen wir ein bisschen was schneiden. Und zwar habt ihr jetzt in den Ecken jeweils 4 gleich große Quadrate. Könnt ihr das sehen? Ja. Und dann schneiden wir zunächst an der ersten Falzlinie entlang hoch bis zur zweiten Querfalz. Dann schneiden wir an der zweiten Falzlinie entlang bis zur zweiten Querfalz, allerdings direkt, nicht direkt auf der Falzlinie drauf, sondern wir schneiden links von der Falzlinie. Also wir schneiden die uns quasi einmal raus. So. Also ihr habt jetzt hier auf diesem Stückchen, dann solltet ihr die Falzlinie einmal sehen können. Genau, dann drehe ich mir das einmal so, damit ich dieses Stückchen hier abschneiden kann. Weil das brauchen wir nicht. Und hier habt ihr 2 Quadrate und da brauchen wir das untere nicht, also das können wir auch wegschneiden. Dann drehe ich mir es wieder zurück und das übrig gebliebene Quadrat, das können wir uns dann an den Seiten einmal ein wenig anschrägen, weil das wird unsere Klebelasche werden und dann lässt sich die Box einfach ein bisschen besser zusammenbauen. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Also wir schneiden an der ersten Falzlinie wieder hoch bis zur zweiten Querfalz. Bei der zweiten Falzlinie schneiden wir wieder so, dass die Falzlinie
an diesen kleinen Quadraten hängt. Also schneide ich rechts davon bis zur zweiten Querfalz. Dann drehe ich mir das Ganze wieder, schneide das erste Stückchen einmal ab. Vom zweiten Stückchen schneiden wir das untere Quadrat ab und hier schneiden wir uns gerade links und rechts so einen kleinen Keil rein. Dann sieht das Ganze so aus. Und das Gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Jetzt können wir einmal die Falzlinie nachziehen. Bevor wir die Box zusammenbauen, müssen wir noch die Schleife einmal befestigen. Und zwar könnt ihr euch da überlegen, ob ihr lieber so eine Schleife haben wollt oder ob ihr lieber so ein Daumenloch haben möchtet. Bei einem Daumenloch müsstet ihr das folgendermaßen machen. Ihr legt das praktisch so vor euch hin, dass dieses kurze Stück zu euch zeigt. Dann knickt ihr das einmal um und dann könnt ihr hier einmal ein Daumenloch reinstanzen. Wir machen es aber heute mit dem Geschenkband und dazu benötigen wir nochmal ein Geodreieck und einen Bleistift. Und wir müssen jetzt hier von diesem zweiten Rechteck, sage ich jetzt mal, die Mitte suchen. Diese Seite hat ja 5 cm, da müssen wir die Hälfte suchen von 2,5 und hier müsst ihr die Hälfte suchen, das sind 4 cm, also die Hälfte sind 2 cm. Und Geodreieck klappt das ganz gut. Da lege ich hier bei der 2 an und schaue, dass hier jeweils 2,5 cm angezeigt wird und dann kann ich mir hier einen Markierungspunkt setzen. Dann braucht ihr eine Lochzange und ihr werdet schon merken, wenn ihr das jetzt gleich lochen wollt, dass ihr nicht an das Loch dran kommt. Also wenn ich jetzt hier so probiere, komme ich hier nicht ran. Und deswegen legen wir uns eins von den Klebelaschen um und dann können wir auch das Loch einmal stanzen. Ihr habt jetzt zwar hier ein Loch drin, was aber nicht schlimm ist, weil das werden wir gleich so zukleben, dass man das nicht mehr sieht. Genau. Jetzt können wir erst das Band reinfädeln und zwar habe ich jetzt hier einmal das Geschenkband von den Incolors in Bonbon Rosa und da schneide ich mir ungefähr 10 cm ab. Falls mir das einmal, also legt mir das so in der Hälfte zusammen und fädelt es nun von außen nach innen durch das Loch. So. Dann guckt ihr, wie groß möchtet ihr diese Schlaufe haben. Ich schneide hier ein bisschen was weg, weil es mir zu lang. Und dann könnt ihr hier entweder als Flüssigkleber dran machen oder Mini-Klebepunkte. Ich mache jetzt einfach nur ein bisschen flink und fest hin. Und verklebt dann einmal die zwei Enden auf dem Kleber. Genau. Jetzt können wir einmal den Kleber aufbringen. Wir lassen das auf dieser Seite. Jetzt nehmen wir Abreißklebeband und machen jeweils an den äußeren Stücken am äußersten Rand einmal Abreißklebeband hin. Und dann drehe ich mir das einmal um und mache jetzt auf diesen 4 kleinen Laschen auch nochmal Kleber. Dann nehme ich einfach diesen Snail oder flink und fest, mache mir da ein bisschen was drauf.
Und dann können wir die Schachtel verkleben. Schön bündig. Dann können wir auch die Schutzfolie von, also die restliche Schutzfolie entfernen. Und dann wird es gerade so nach innen geklappt und festgeklebt. Ich gehe da gerne noch mal mit dem Papierfalter drüber. Und dann wäre die Schachtel schon einmal fertig. Moment, hier noch mal. Genau. Jetzt geht es weiter mit der Banderole. Dafür benötigt ihr ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt hier Grundweiß genommen, in den Maßen 19,6 x 11,6. Dann bauen wir nochmal den Papierschneider, legen das an der langen Seite an und falzen bei 4,2 cm, bei 9,3 cm, 13,4 und bei 18,6. Ihr habt jetzt wieder hier eine 1 cm Lasche. Das ist unsere Klebelasche. Die schräge ich einmal an den Seiten an. Und dann können wir das Ganze einmal nachfalzen. Und jetzt müssen wir dann noch Designerpapier aufkleben. Und zwar braucht ihr da drei Stückchen in den Maßen. Also ein Stückchen, das hat die Maße 11,2 x 4,7 und dann nochmal zwei Stückchen mit den Maßen 11,2 x 3,7. Manche wundern sich jetzt vielleicht, also die geübten Bastler, die jetzt schon öfters eine Schachtel gebastelt haben, die wundern sich wahrscheinlich, warum das jetzt nur drei sind und nicht vier. Ganz einfach, ich habe jetzt hier bei meiner Box am Unterboden nichts mehr drauf geklebt. Das hat den Grund, das Designerpapier hat ja nur eine Maße von 15,2 x 15,2 und da hätte das zweite größere Stück nicht mehr ausgereicht, aus einem Bogen das Ganze zu schneiden. Da hätte ich einen neuen Bogen anschneiden müssen. Und das kann man natürlich machen, weil es gibt ja immer vier Bögen davon. Ich wollte mir das Ganze jetzt einfach mal sparen und deswegen sind es jetzt nur drei Stücke geworden, weil ich denke, auf dem Boden, da sieht man das nicht so. Und die können wir jetzt aufkleben. Und zwar habt ihr hier die 1 cm Lasche und da werden die zwei kurzen Teile hier aufgeklebt und das breitere Stück wird hier aufgeklebt. Und das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Designerpapier ist einmal aufgeklebt. Jetzt können wir auf diese 1 cm Lasche auch wieder Abreißklebeband aufmachen. Und bevor wir die Schachtel verkleben, müssen wir hier noch ein Fenster einstanzen. Und dafür habe ich wieder meine heißgeliebten bestickten Rechtecke genommen. Also die nutze ich so oft, ich liebe die einfach. Genau, und zwar habe ich da aus diesen kleineren Stanzformen das zweitgrößte genommen. Das hat eine Maße, also falls ihr was anderes nehmt,
Das hat jetzt eine Gesamtmaße von 4,1 mal 8,7 cm. Und da stanzen wir uns jetzt hier ein Fenster ein, und zwar in dieses zweite größere Stückchen. Da schaue ich, dass es oben und unten ungefähr den gleichen Abstand hat und links und rechts auch. Fixiere mir das Ganze mit einem Post-it, und das mache ich jetzt durch die Stanz- und Prägemaschine, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt einmal ausgestanzt. Und jetzt können wir das Ganze auch verkleben. Mache ich die Schutzfolie weg und verklebe das mit der gegenüberliegenden Seite. So, genau. Dann sieht es einmal so aus. Jetzt schauen wir mal, ob auch die Box da reinpasst. Und sie passt. Jetzt geht es weiter mit der Aufstellkarte. Dazu benötigt ihr ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt wieder die Farbe Aquamarin genommen, in den Maßen 14,7 mal 3,2 cm, und das falzen wir noch. Da legen wir wieder die lange Seite an und falzen einmal bei 4 cm, bei 9 cm und bei 13,7 cm. Das können wir auch gleich nachfalzen. Die 1 cm Lasche, die falzt ihr in die entgegengesetzte Richtung. Also macht quasi keine Talfalz, sondern keine Bergfalz, sondern einen Talfalz. Dann sieht das Ganze einmal so aus. Dann brauchen wir nochmal Abreißklebeband. Dann könnt ihr auf diese 1 cm Lasche schon mal Abreißklebeband machen. Und auf das Gegenüber, also auf der anderen Seite, dieses größere Stück, da könnt ihr auch Abreißklebeband drauf machen. Und später wird die Karte auf das nächste Stück von dieser 1 cm Lasche, also auf dieses hier, aufgeklebt. Und da mache ich auch schon Abreißklebeband drauf. Dann können wir die Schutzfolien alle wegmachen. Dann brauchen wir unsere Box, und wir öffnen die Box so weit, dass wir die Rückwand unserer Innenbox sehen können, weil da wird jetzt dieses längere Stückchen, wo wir gerade den Kleber drauf gemacht haben, der wird jetzt von innen einmal angeklebt. Also dafür stecke ich das da einmal rein und klebe mir das hier bündig an die Außenseite von der Box. Also so. Die 1 cm Lasche, die wird an die Banderole geklebt, und zwar hier unter diesen Steg. Da geht ihr hier einmal durch bis zu eurer Falzlinie und drückt es dann von unten einmal an. Dann sollte das Ganze so aussehen. Und jetzt geht es weiter mit dem Aufleger. Da benötigt ihr nochmal Farbkarton, und zwar in den Maßen 8,4 mal 4,5 und ein Stückchen Designerpapier, das hat die Maße 8,1 mal 4,2. Und die zwei können wir auch schon zusammenkleben.
Und jetzt geht es schon an die Verzierung. Da habe ich aber schon ein bisschen was vorgearbeitet, denn ich habe aus dem Stempelset mir schon mal die Autos einmal im Memento abgestempelt und habe die mit den Stamping Blends ausgemalt. Und zwar bei dem habe ich benutzt die Stamping Blends in Hellschiefergrau, Hell- und Dunkle Osterglocke und Hell-Babyblau. Und bei dem habe ich statt der Osterglocke Bonbonrosa genommen. Genau, damit habe ich die ausgemalt, habe auch schon Abstandspads hinten drauf gemacht. Und den Spruch, gute Fahrt, den habe ich mir ebenfalls schon abgestempelt und ausgeschnitten. Und was ich ja bei meiner Box noch verwendet habe, war der Spruch, glaub an dich, du kannst das. Der war ja nicht da in diesem Stempelset drin, da war ja nur gute Fahrt drin. Den habe ich aus dem Stempelset am besten zusammen. Und da ist ein ganzer Stempel drin. Glaub an dich, du kannst das. Den habe ich also abgestempelt, auseinandergeschnitten und habe auch schon Abstandspads drauf gemacht. Und das mache ich jetzt alles auf meine Karte einmal hier so drauf. Und dann können wir das auf der Box, also auf die Box draufkleben. Und zwar habt ihr ja durch die Ausstanzung habt ihr ja so einen bestickten Rahmen außenrum. Und da habe ich nur darauf geachtet, dass ich unten und oben das Bestickte noch sehen kann und links und rechts ungefähr mittig bin. Ihr könnt euch auch die Box dabei ein bisschen aufmachen, damit ihr es besser andrücken könnt. So. Genau. Und dann ist die Schachtel auch schon fertig. Genau. Nochmal probieren. Einmal auf und einmal zu. Genau. Funktioniert. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachbasteln. Ich sage Tschüss, bis bald, eure Mona.